Diese Bitcoin-Betrüger sind so richtig ekelhaft. Sie suchen absichtlich Leute, die schon mal viel Geld verloren haben und versprechen, alles Geld zurückzuholen. Man soll ihnen bloß vorher tausende Euro bezahlen. Und hier in Amerika gibt es eine Überweisung mit Kryptowährungen zu einer illegalen Bitcoin-Wallet. Das wollen wir so überprüfen, ob sie das Geld verloren haben und ob jemand Zugriff auf ihr Handelskonto hat. Ja. Ich kenne ihren Betrug aber schon längst von vorne bis hinten, denn ehemalige Betrüger haben mir alle Skripte und Schulungsunterlagen zugesendet. Um sie richtig gierig zu machen, gebe ich mich als absoluter Idiot aus, der eine Million in Bitcoin hat, aber gar nicht wusste, wie viel die Bitcoin wert sind. Damit er mir wirklich glaubt, habe ich ein Fake-virtuelles Handy, worauf er sich mit Remote verbinden kann, und es für ihn mit eigenen Augen so aussieht, als hätte ich wirklich so viele Bitcoins. Der hat gesagt, ein Bitcoin sind 5000 Euro etwa. Wann hat er das gesagt? Wann? Gehen Sie im Internet einfach, gucken Sie, wie viel das ist. Die 50 Bitcoin sind ja viel mehr wert dann, ne? Das sind dann... 50 Bitcoin sind etwa 1,5 Millionen. 1,5 Millionen! Ich war Millionär und die wollten mir das alles wegnehmen, oder wie? Das ist ganz richtig. Oh mein Gott! Oh, da bin ich jetzt aber so froh, dass sie mich angerufen haben und dass sie mir das erklären und dass sie mich warnen. Was er alles tun wird, um an meine Millionen zu kommen, wie sehr ich ihn wütend machen kann, indem ich mich technisch richtig dumm stelle und welche emotionalen Manipulationstricks er dabei verwendet, seht ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Video, schaut auch auf meinem Zweitkanal gegen E-Mail-Betrug vorbei. Dort verarschen wir diese Woche eine Liebesbetrügerin, die nur ein paar tausend Euro für ein Flugticket will, aber wir spielen lieber ein arrogantes Macho-Schwein. Aus der Organisation FATE. Herr Topterer, wir haben gerade jetzt eine nicht verifizierte Überweisung über Ihren Namen entdeckt im Blockchain-System. Haben Sie heute Morgen oder gestern Abend irgendwelche Überweisungen gemacht im Blockchain-System? Nein, habe ich nicht. Dann, ich muss Ihnen fragen, haben Sie vorher, also vor Jahren oder vor ein paar Monaten, irgendwelche Berater oder Broker gehabt, der Ihnen geholfen hat mit solchen Investitionen? Ich hatte mal Bitcoin gekauft, ist schon ein bisschen länger her. Vor ein paar Monaten hatte ich so eine Online-Webseite mit automatische Trader-Bot, wo meine Bitcoin traden wollte, dass die mehr werden. Und was ist dann passiert? Haben Sie das Geld ausgezahlt bekommen? Ich hatte mein Wallet bei Samsung und dann haben die so eine ganz lange Nummer gegeben, wo ich was überweisen sollte, halt Aktivierungsgebühr 250 Euro. Aber das hat nicht funktioniert, deshalb haben die mit TeamViewer sind die auf mein Samsung gegangen und haben das quasi, haben mir geholfen. Und hat alles geklappt? Ja, hat geklappt. Also Sie haben kein Geld verloren. Nee, ich habe gewonnen. Also ich habe 250 eingezahlt und dann nochmal 1000. Das ist jetzt gewachsen innerhalb von ein paar Monaten auf über 2000. Alles klar, dann scheint es irgendwelche Systemfehler zu sein. Dieser Betrug ist eigentlich ziemlich asozial. Denn sie hoffen hier, dass man bereits bei einer betrügerischen Investmentplattform viel Geld verloren hat und versprechen einem professionelle und rechtliche Hilfe. Wofür sie tausende Euro verlangen, aber statt Ergebnisse liefern sie nur immer mehr Gründe, dass man weitere Gebühren fürs Zurückholen bezahlen soll, bis das Opfer am Ende all ihr Geld verloren hat. Und selbst dann zocken sie sie manchmal noch weiter ab, indem sie sie unwissentlich für Geldwäsche rekrutieren. Damit der Betrüger hier weiter mit mir redet, tue ich einfach so, als hätte ich eine Menge Bitcoins verloren. Alles klar, dann scheint es irgendwelche Systemfehler zu sein. Aber jetzt gestern ist was verschwunden, was ist denn da passiert? Weil gestern habe ich nichts gemacht und die durften auch nichts machen. Und das Geld ist verschwunden? Auf den Wallet waren erst 50 Bitcoin. Man kann immer nur 10 Bitcoin auf einmal senden. Einmal sind quasi fast genau 10, 9,999 sind einfach verschwunden. Und die haben gesagt, das ist, weil die waren offiziell von Blockchain und die haben gesagt, das ist, weil die Bitcoin zu alt waren. Die sind dann ausgelaufen und ich muss die quasi vorher ausgeben und die wollten mich nochmal anrufen deshalb, aber ich verstehe das nicht so genau. Aber irgendwas, dass die Bitcoin zu alt sind und mein Wallet kann maximal 10 senden und deshalb sind halt 9,999 Bitcoin verschwunden. Aber das ist okay so, haben die gesagt, das muss so sein. Nein, das muss so nicht sein, das ist eigentlich ein Quatsch, weil wie kann das Geld ausgehen sozusagen?
Weil die haben irgendwas gesagt, dass sich Bitcoin immer halbiert. Und ich habe das auch gegoogelt und Google sagt auch, dass sich Bitcoin halbiert. Und deshalb bin ich froh, dass es von 50 nur auf 40 runter, weil halbieren wäre ja 25, das wäre ja noch weniger. Ja, so halbieren kann, aber sozusagen ablaufen kann nicht ablaufen. Das ist kein Milch sozusagen, dass die Datum abläuft. Das ist eigentlich Geld und Ja. das Geld kann nicht ablaufen. Deswegen Also das war der Herr ist auch sicher. Martin Peters von Offizielle Blockchain hat mir das gesagt. Alles klar. So. Einen kleinen Augenblick. Ich wollte ihn auf einen meiner Kollegen weiterleiten, der Möglichkeit hat, Ihnen technisch zu helfen. Bitte haben Sie Okay. klein Geduld. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Töpfer. Wie geht's Ihnen heute? Ja, bisher gut, aber jetzt, wo mir Ihr Kollege ein bisschen Angst macht, geht's mir nicht mehr so gut. Was wir erklären wollten. Unter Ihrem Namen gibt es eine Überweisung mit Kryptowährungen zu einer illegal blockierten Bitcoin-Wallet. Das wollen wir sozusagen überprüfen, ob Sie auf dem Finanzmarkt investiert haben, ob Sie das Geld verloren haben und ob jemand Zugriff auf Ihr Konto, auf Ihr Handelskonto hatte. Also können Sie mir sagen, haben Sie auf dem Finanzmarkt eine Broker gehabt oder etwas solches? Das war so eine automatische Trading-Roboter mit einer Webseite. Ich glaube, der hieß MetaTrader. Automatische Trader, ja? Ja. Eine Bot. Und niemand hat Ihnen angerufen oder etwas gesagt, oder? Doch, die haben angerufen, weil ich hatte Probleme mit meinen Richtig. Samsung. Also die haben angerufen und haben mir mit TeamViewer geholfen, diese Einzahlung, Kontoaktivierung zu machen. Und danach war das auf so eine Webseite mit einer automatischen Trading-Bot. Und wie viel haben Sie investiert auf diesem Platz? Also ich habe erstmal 250 investiert und dann nochmal 1000 und dann nochmal 2000. Insgesamt etwa 3.250 circa, ja? Ja, aber es sind auch Bitcoin abgelaufen. Die haben mir das mit TeamViewer gezeigt, weil dann sind halt vor ein paar Wochen haben die sich verbunden und mir sind quasi 9,9999 Bitcoin abgelaufen. Also sind jetzt weniger. Wie viele Bitcoins hatten Sie? 21. 21 Bitcoins. Und mit dieser Plattform handeln Sie noch vielleicht? Haben Sie diese Konten noch? Also glauben Sie noch, dass es eine reale Firma ist oder wie ist das jetzt? Er ist sich an diesem Punkt sicher, dass die anderen Betrüger sind und versucht herauszufinden, ob mir das schon klar ist. Zum Beispiel, wenn ich versucht hätte auszuzahlen und das dann nicht geht. Aber es ist natürlich unterhaltsamer, wenn ich super naiv bin und er mich erstmal überzeugen muss. Die rufen dann jede Woche an und dann kann ich entscheiden, ob ich quasi noch mehr einzahlen will oder auszahlen will Ach oder so. so. Und haben Sie etwas ausbezahlt? Haben Sie etwas bekommen? Nee, bisher ist das so viel gewachsen, dass ich habe immer mehr eingezahlt, weil es steigt so stark. Also, Herr Töpferer, ich muss Ihnen etwas sagen, was nicht so gut ist für Sie. Also, Sie werden nicht so völlig freuen darüber, aber darüber sollen Sie ein bisschen nachdenken und danach selbst entscheiden, was Sie machen, ja? Aha. Die Konto, was Sie haben, ist leer. Sie haben keinen Cent auf Ihrem Konto. Egal, was Sie jetzt sehen, alles sind die gefälschte Nummer, weil das Geld von Ihrem Konto ist schon ausbezahlt in Kryptowährungen und weitere Wallet-Adresse überwiesen mit Bitcoin. Das haben wir bemerkt, darüber haben wir auch angerufen, dass unter Ihrem Namen war das Geld ausbezahlt und wir wollten einfach überprüfen, haben Wer Sie die sind Sie denn? Auszahlung selbst getätigt oder? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich kenne Sie gar nicht. Ich persönlich oder unsere Organisation? Welche Organisation? Sorry. Das ist FATF-Organisation. Ach so. FATF. Wir Okay. arbeiten gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie haben nichts zu tun mit Terrorismusfinanzierung, aber das ist eine Geldwäsche, wenn man das Geld von anderen Konto ausbezahlt, ohne die Erlaubnis von dem Kontoinhaber. Und dieses Mal war es so, dass unter Ihrem Namen war es ein Konto. Sie haben keinen Cent mehr auf dem Konto. Es war versucht, auf ein anderes Konto zu überweisen. Aber natürlich haben wir die Überweisung gesperrt, also blockiert. Und das Geld war nicht ausbezahlt. Zurzeit haben wir diese Summe gesperrt und werden wir nach dem Ausblockieren, nachdem Sie Ihre Identität bestätigen. Oh Diese Personen, nein, die mit Ihnen gemeldet haben, das heißt, meinen Sie, dass die Person, die immer anruft, der Herr Max-Peter Michels, dass der quasi ein Lügner war und dass der mein Geld ausgegeben hat oder wie?
Dieser Max-Peter jemand ist sogar keine reale Person, kein realer Name. Natürlich, das ist ein falscher Name. Haben Sie etwa eine Videocall zum Beispiel mit ihm gehabt? Nee, Nein. das. Und der hatte auch Nur so einen normale. komischen Ja. Akzent. Der hat immer, nicht so wie Sie, sondern der hat so, jedes zweite Wort war Englisch, der konnte ganz schlecht reden. Da war ich schon ein bisschen misstrauisch. Aber ich habe gedacht, so Bitcoin, da ist ja alles Englisch. Und der war von Blockchain. Das ist ja, Blockchain macht ja die Bitcoin. Deshalb habe ich gedacht, ich muss dem vertrauen, weil sonst blockt er mein Konto oder so. Nein, Blockchain ist ein System, die Bitcoins Überweisung lasst. Und Ach. genau Bitcoin ist genau die Blockchain-System ist Grund von unserem Anruf. Aber Blockchain, was diese Leute benutzen, das ich bin Mitarbeiter von Blockchain, ich bin Support von Blockchain, Blockchain-Experte, solche Dinge sind ganz falsch. Ach Dieser so. Max Peter oder jemand ist ein Max-Peter Michels. gefälschter Name, keine Max Peter Michel. Ja. Haben Sie über solche Namen gehört, Max Peter Michel? Immer wieder lustig, wie leicht und lange man sich vom Thema ablenken kann, selbst mit sowas wie einem einfachen erfundenen Namen. Ja, mein Onkel heißt Nein, also Max-Peter Gustav. Max Peter Gustav, aber Michel ist andere Dinge, oder? Nee, Michel. Ja, ist auch komisch, weil Michel ist ja Vorname und er hat gesagt, das ist sein Nachname. Nicht nur Vorname, sondern Vorname von einer Frau. Michels? Michel ist eine Frau. Ja, natürlich. Was war der Michael Name aus von der Wennenberg. Frau von Obama, Barack Obama? Michelle, Ja, natürlich. aber kennen Sie nicht, es gibt so eine Theorie, dass die Frau von Obama in Wirklichkeit ein Mann ist. Ja, darüber habe ich gehört. Habe ich gehört, ja. Nee, aber Also, vielleicht ist Michelle ein Name von dem Mann auch, ja. ich weiß es nicht. Nee, also in Deutsch, Das es gibt war vorstellen. Michaela oder Michelle. Aber Michel ist im Deutsch ist ein. Sind Sie nicht Deutsch? Nein, bin ich nicht. Ach so. Ja, also in Deutsch ist Michel ist männlich und Michaela ist weiblich. Also oder Michelle. Aha. Aber ich glaube in Aha. Spanisch ist Okay. Michel ist wie Alexa oder Alex. Kann ja auch weiblich und männlich sein. Aber es ist ja ein Vorname. Das ist ja Also, das komisch, weil es beide. ist ja kein Nachname. Und wenn der Unisex, ja. Max ist Vorname, Peter ist Vorname und Michel ist ja. Oh Mann, jetzt, wo Sie es mir Michel sagen, auch fällt mir das Vorname, gell? alles auf, wie komisch das alles ist. Oh Mann, Okay, ich bin ja also. jetzt richtig doof. Ja, Ich habe mich ja voll top. verarschen lassen von dem. Oh mein Gott, jetzt. Oh. Ja, Ja, top. Alles ist okay, seitdem Sie keine aber wie kann UBS man oder denn, guck mal, Restriktionen sind, also. was muss ich mir jetzt denken? Wie kann ich, Herr Töpferer, denn auf so einen dummen Fake-Namen wie Michels reinfallen? Da bin ich ja richtig doof. Weil so Namen, da muss man doch drauf achten, oder? Ha. Gucken Sie, im Internet können Sie suchen. Die Forex-Scam nennt man das. Das ist ganz berühmter Betrugweg. Ja. Wie die Leute von entwickelten Ländern, ist das Europa, ist das Amerika oder so, betrogen werden von einem dritten Land. Zum Ja, Beispiel ich die weiß, was Länder, Sie die meinen. nicht so gute Wirtschaft haben und nicht so gute Ökonomie haben und sind betrogen von diesen Leuten mit besonders Kryptowährungen und so weiter und so weiter. Das ist völlig Betrug, Scam. Aber Ja. es ist gut, dass wir haben ein System, damit wir in Europa mindestens einen Teil von den Betrügern kontrollieren können und gegen das arbeiten können. Das gilt nicht für jede Kunde, kann ich sagen. Maximal 30% von jede betrogene 100 Leute haben Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen und nur 25 nehmen die diese Sache bis Ende. Also eine von vier kann das Geld zurückbekommen, was man verloren hat. Ach Die so. Autotrader, diese Dinge, was er Ihnen gesagt hat, existiert natürlich real. Solche Dinge existieren wirklich. Aber für Ihren Fall, diese ganze Seite, dieser ganze Name, Max Peter oder was, ist natürlich gefälscht. Alles sind falsch. Sie haben keine Möglichkeit, um etwas wirklich zu auszahlen, in Ihre Bank Euro zu bekommen, weil Oh einzige nein. Möglichkeit, eine reale Summe bei Ihnen zu sehen, ist, dass Sie das Geld in Ihrer Bank haben. Ja? Ich kann Ihnen meine IT-Spezialisten sagen, anfragen und ich habe in einem Tag eine Plattform haben und da werde ich Ihnen einige Milliarden zeigen, aber natürlich will das keine reale Dinge, oder? Die Webseite zeigt quasi einen Kontostand an, aber die Webseite ist einfach alles fake von denen. Natürlich ist das Fake, natürlich. Ach, Manno. Diese Leute sind so dumm, dass sie können sogar keine gute Plattform, gute Seite, natürlich gefälschte, aber noch eine der
besser aussieht. Ja, aber wenn die dumm sind, dann bin ich ja noch dümmer, wenn ich auf die reinfalle. Nein, heutzutage von einigen legalen Plattformen gibt es viele Werbungen oder über Bitcoins, über Investierung. Und Ja. natürlich ist das eine richtige Welt für jede Person, das Geld selbst zu investieren und nicht zum Beispiel eine Rente, Amt oder solche Dinge in ein Land zu vertrauen, ganzes Leben das Geld zu sammeln und danach am Ende des Lebens zum Beispiel weniger Geld zu haben, als sie gesammelt haben. Ja, selbst sollen sie suchen, investieren und was. Das ist schon richtig. Aber zurzeit in Europa, wir haben mehr Vertrauen miteinander. Also wenn jemand mich anruft von Deutschland zum Beispiel, ich weiß das schon, dass es ist eine reale Person, wenn er etwas will, ich werde mit ihm helfen und so weiter. Aber diese Personen benutzen unsere Vertrauen in falsche Wege. Und das ist, warum viele, viele, viele Leute und viele, sehr viele Milliarden, nicht nur Millionen, sondern Milliarden sind geklaut von Deutschland, von der Schweiz, außer Frankreich, von jedem Land sind die Summen verloren. Frankreich ist die einzige, von dem das Geld nicht rauskommt. Also Frankreich hat andere Gesetze, weil oft sind viele Deutsche betrogen. Jeden Tag einige hundert Millionen. Das können Sie, jedes Wort, was ich Ihnen sage. Ja, gucken Sie, jemand hat schon per Telefon angerufen und es hat schlimm beendet. Mindestens jetzt verstehen Sie das. Aber jedes Wort, was ich Ihnen sage, können Sie einfach im Internet überprüfen. Und wenn Sie Ja. gut suchen, werden Sie auch diese Plattform-Seitenname auch finden im Internet. Jemand, mindestens eine Person, will schon da sein, der sagt, dass das ist ein Betrugsplattform. Lassen Sie niemand diese Leute von Ihnen das Geld abziehen. Ja, Also. ich habe nach den Plattformnamen gegoogelt und die hatten negative Rezensionen und ich habe die Person am Telefon gefragt, warum das so ist. Aber der hat gesagt, das sind die Konkurrenten und es gibt viele schwarze Schafe und die machen einfach, dass die Mitarbeiter Nein, von den anderen nein. Leuten denen die schlechte Bewertung schreiben. Und So wie haben die mir denken Sie, ist das erklärt. richtig, oder? Ist das real, was er gesagt hat? Naja, jetzt, wenn Sie das so sagen, klingt das wie eine Ausrede, so dass Sie einfach das weg erklären wollten, warum es diese Bewertung gibt. Weil diese Leute sind Betrüger. Das Einzige, sind Aber. es viele positive Bewerbungen oder was? Nein. So. Oh Diese Mann. Leute sind völlig betrogen. Sind Sie Aber. jetzt bei dem Computer, bei Ihrem Computer? Ja, bin ich. Können wir mit einem des oder TeamViewer verbinden, sodass ich diese Plattform mit Ihnen gucken kann und Ihnen wirklich zeigen kann, dass es ein falsches Plattform ist? AnyDesk hat bei den Laptop aber nicht so gut funktioniert. Die haben sich auf mein Handy verbunden. Wir hatten auch so ein bisschen Verbindungsprobleme manchmal. Okay, ich Können wir werde mit machen. einem Desk mit dem Laptop einmal versuchen und. Okay. Woher soll ich denn merken, dass man am Telefon verarscht wird? Das kann man doch, wenn die Leute mit einem reden, dann, das ist so schwer zu merken, oder? Die einzige Möglichkeit dafür, also gucken Sie, das ist wirklich schwer. Nicht nur Sie, sondern viele Bankenmitarbeiter, finanzielle Feldmitarbeiter und solche Personen fallen auf diesen Betrug. Und es freut mich mindestens, dass Sie nur einige Tausenden investiert haben. Ich sage nicht, dass es kleine Summe ist, aber ich habe die Kunden, die Häuser verkauft haben, die Autos verkauft haben, die einige Hunderttausend als Krediten haben und so weiter. Also für mich ist das ganz familiär und ganz bekannt, was bei Ihnen geschehen ist. Naja, aber ich habe ja nicht nur die 1000, 3000 verloren. Ich habe ja, die haben ja sich auch mit AnyDesk verbunden und haben gesagt, dass ich die 9,9999 Bitcoin wegen Verfall schicken muss. Ihr Kollege hat gesagt, die sind ja auch weg, oder? Nein, natürlich nicht weg. Das war, ja, von Ihrem Konto ist das weg. Diese Person hat versucht, das zu auszahlen. Aber wir haben mit AML, das werde ich Ihnen auch sagen, was AML bedeutet. Mit AML-Protokoll haben wir die Überweisung geprüft und das hat nicht funktioniert. Seitdem es war ein Betrug, haben wir sofort gesehen und einfach wollten wir überprüfen, haben Sie diese Summe selbst weitergeschickt oder weil es Ihre Broker wäre, Ihres Geld klauen wollte. Was, die 9,99 Bitcoin oder? Richtig, richtig. 9,999 Bitcoins waren unter ihrem Namen ausbezahlt zu einer gefälschten, eine schwarze Liste Seite. Also es gibt einige Wallet-Adressen, die in unsere schwarze Liste gibt. Und das war eine von diesen und wir wollten einfach überprüfen,
Wollen Sie wirklich auf diese Wallet-Adresse das Geld überweisen? Und sie haben mir gesagt, ich habe keine Ahnung über diese Aussage. Also einfach ist das Betrug, ich werde auch das anzeigen und also, dass wir weitere Hilfe kriegen. Zurzeit ist diese ungefähr 10 Bitcoins gesperrt. Wir haben das gesperrt und natürlich werden wir das zu Ihrer Wallet-Adresse, Ihrem Konto ausführen, sodass Sie das Geld in Ihrem Bankkonto erhalten. Er lügt hier extrem dreist, aber die meisten Opfer werden keine Chance haben, das zu durchschauen. Zunächst habe ich die 10-Bitcoin-Überweisung ja komplett erfunden. Das heißt, die kann gar nicht in seinem System sein. Aber selbst wenn er eine schwarze Liste mit Empfängeradressen hätte, gäbe es für ihn keine Möglichkeit, anhand der Kontoadresse auf meinen Namen oder meine Telefonnummer zu kommen. Wie die wirklich an meine Daten gekommen sind, ist nämlich, dass sie aus denselben Datenquellen kaufen wie die Krypto-Abzocker, die direkt das Geld klauen. Somit waren die meisten, die sie anrufen, vielleicht schon Opfer davon. Und deshalb hat er auch am Anfang keinen genauen Betrag oder eine genaue Seite genannt, sondern hat sich diese Infos erstmal von mir geholt. Ah gut, weil das ist ja ein bisschen mehr als 1.000 Euro, wenn das 9 Bitcoin sind. Das ist viel mehr. Das 10 sind... Bitcoin sind zurzeit 260.000 Euro. Nein, das kann nicht sein. Der hat gesagt, ein Bitcoin sind 5.000 Euro etwa. Wann hatte er das gesagt? Wann? Vor 2 oder 3 Wochen. Gehen Sie im Internet einfach, gucken Sie, wie viel das ist. Okay. Geben Sie mir Ihre Endesnummer, bitte. Ja, Sekunde. Die 562 562. 476. Ah, Anthony Manuel Martins. Das bin ich genau. Ah, ja, ich sehe Ihre Maus. Sie sehen meine Maus, aber ich sehe nur schwarze Bildschirm hier. Ja, das hatte der andere auch, wenn er mit Anydesk auf meinen PC ging. Nein, ich sehe gar nichts in Ihre Computer. Er hat gesagt, das ist vielleicht wegen der Internetverbindung. Okay, dann wie haben Sie mit diesen Leuten gearbeitet? Mit Handy Anydesk oder wie? Ja. In Ihrer PC haben Sie TeamViewer vielleicht? Steht hier. TeamViewer quickstart.exe. Ja, TeamViewer ist da. Brauchen Sie dieses ID und Passwort? Richtig. Okay, ist ID 1754. Vor Ihrer PC. Sie haben etwa einen Virus in Ihrer PC. Mit Ihrem Handy. Haben Sie in Ihrem Handy Anydesk? Ja, habe ich. Sagen Sie mir die Anydesk-Nummer von Ihrem Handy. Annehmen Sie es bitte. Ja. Okay, ich bin schon da. Ist das Ihr Handy oder Ihre iPad? Nicht Das ist iPad, mein sondern. Samsung. Ah, Ihr Samsung. Okay, gehen Sie raus von dem Desk jetzt. Okay, zeigen Sie mir die Plattform, Ah, die genau, Sie also benutzt mit haben. TeamViewer, QuickSupport, Avison und Anydesk. Die haben sich mit ganz vielen verschiedenen auf mein Handy verbunden. Die Welche Webseite ist Plattform? das. Zeigen Sie mir die. Amoslimited.co? Ja. Also, wenn Sie das öffnen, Sie können sofort sehen, dass es ein Betrug ist. Wo sieht man das? Ich sehe das nicht. Das sehen Sie genau. Was bedeutet amoslimited.com? Mit dem Seitenname können Sie schon das sagen. Wenn Sie da kommen, danach 650.000 Active Clients. Solche Zahl ist sogar verrückt für wirklich einige reale Firmen. Also, natürlich ist das Betrug. Natürlich. Wie haben Sie einbezahlt in diese Firma? Die 250 waren mit Online-Banking, dann Ja. später haben die sich auf mein Wallet für Bitcoin verbunden. Welche Wallet haben Sie für Bitcoins? Coinbase, Binance, etwas solche? BTC. BTC weiß ich, aber auf welche Konto? Welche Plattform? Ach so, Binance, Finanze, Coinbase, Crypto.com? Blockchain. Blockchain, ja? Blockchain. Ja, öffnen Sie Ihr Blockchain-Konto bitte. Die haben Cent, das 9, weil ich hatte erst 50 und dann 9,9999, weil das sonst verfällt. Was scheiße ist das? Das ist das ganze gefälschte Ding. Was ist das? Jetzt möchte ich, dass Sie Google Chrome öffnen oder Safari. Google, öffnen Sie Google Suchwelle und Ja. geben Sie ein Bitcoin-Preis. Bitcoin-Preis. Es macht mich verrückt, dass Sie gar nicht interessiert sind, wie hoch Bitcoin-Preis ist. Was sehen Sie? Können Sie mir sagen? 1 BTC ist 26 Euro. Vielen Dank. Und wie viel hat diese Person gesagt? Der hat gesagt, es ist 5.000 und 26 ist ja weniger als 5.000 ist 5.000. Bitcoin nicht seit 2019 gewesen. Also, Wirklich.
Wo ich die Bitcoin gekauft habe, war wenig. Das war ein paar hundert oder so. Ja, natürlich, das war gefälscht. Und diese Leute wollten einfach für sie sagen, dass hier haben wir Bitcoins von welchen Preisen und Das kaufen wir das heißt, danach mit der Stimme und so weiter. meine Bitcoin waren viel mehr wert, als sie gesagt haben. Die haben mich ja angelogen, diese miesen Schweine. Oh, Vielen Dank, dass ich boah! verstanden habe. Jetzt merke ich, oh, das geht ja gar nicht. Was für miese Arschlöcher. Oh mein Gott. Das heißt, die 50 Bitcoin sind ja viel mehr wert dann, ne? Das sind dann. 50 Bitcoins sind Das sind. etwa 1,5 Millionen. 1,5 Millionen! Die wollten mir. Ich war Millionär und die wollten mir das alles wegnehmen, oder wie? Das ist ganz richtig. Oh mein Gott! Oh, da bin ich jetzt aber so froh, dass Sie mich angerufen haben und dass Sie mir das erklären und dass Sie mich warnen, bevor ich diesen schwarzen, scharfen Abzocker meine ganze Million gebe. Okay, welche Bank benutzen Sie? Mit welcher Bank haben Sie die Einzahlung getätigt? Mit Commerzbank. Commerzbank. Öffnen Sie Ihr Commerzbank Online Banking. Okay, ja, ich hab's offen. Wo? Auf meinen Laptop. Okay, in Ihre Samsung. Öffnen Sie Kamera. Kamera. Eigentlich ein schlauer Test von ihm. Zum Glück hat mein Emulator die Möglichkeit, die Kamera komplett zu faken. Und ich tue einfach so, als müsste er eigentlich was sehen, obwohl es bei mir auch schwarz ist. Okay, und zeigen Sie mir bitte Ihre Online-Banking mit der Kamera. Ja, sehen Sie, da oben ist einloggen und dann muss man hier Gerade sehe klicken. ich gar nichts. Mit der Kamera zeigen Sie mir das bitte. Ja, mache ich doch. Sehen Sie nicht? Hier das gelbe Icon. Öffnen Sie Ihre Commerzbank in hier. Öffnen Sie hier in Ihre Samsung. Sie sollen jetzt einloggen mit Benutzername und dem PIN. Ist das meine IBAN oder? Ich hatte hier kein Fake-Online-Banking vorbereitet, deshalb musste ich alle seine Sachen spontan beantworten. Nein, Benutzername. Glaube, das war das. Ist zu kurz. Der sagt, er muss 8 lang sein. Okay, haben Sie etwa eine Überweisung Nachweise, was das bestätigt, dass Sie Überweisungen getätigt haben zu diesem Betrüger? Ich bekomme die per Post immer. Das war diesen letzten Monat, also das kommt per Brief dann, also meistens immer so 2 Wochen nach dem Monat. Ich muss fragen, was ist Ihr Kontostand in Ihrer Commerzbank? Das wollen Sie nur wissen, um zu schauen, wie viel Sie mich abzocken können. Je mehr Geld man hat, desto mehr werden Sie fürs angebliche Zurückholen des Geldes verlangen. Das sind etwa 2.300 Euro. Okay, mit diesen 2.300 Euro sollen Sie ganz vorsichtig bleiben, weil zurzeit können wir keine reale Verbindung haben, weil Sie können nicht in Ihr Online-Banking einloggen. Sie sollen mit der Bank sprechen, dass Sie in Ihre Bank einloggen wollen, sodass Ihre Bank die Zugangsdaten schickt. Und danach können wir es weitermachen, ja? Okay. Soll ich die Mit jetzt diesen anrufen? Personen zu sprechen ist sinnlos und ist eine nicht so gute Dinge für Sie. Also sprechen Sie niemals mehr mit diesen Personen. Vergessen Sie einfach und wir werden Von Ihnen helfen, Ihr Amos. Geld zurückzuerhalten. Also wenn die von Amos nochmal anrufen, dann einfach auflegen oder denen erzählen, dass ich weiß, dass die Betrüger sind und dass sie mich nicht mehr anrufen sollen. Gucken Sie, es sieht, dass diese Personen können alles Ihnen glauben, was diese Leute wollen. Also diese Leute werden das hören, dass ich Ihnen angerufen habe und danach solche Gründe sagen das. Später werden sie sagen, ach so, Anthony war Betrüger. Diese Leute sind reale Personen, aber sie werden ganz vergessen, dass sie dachten, dass Bitcoin-Preis war 5.000. Also Ja, also ich weiß, dass das einfach legen Betrüger Sie sind, auf, wenn die wenn mich diese anlügen. Personen anrufen. Aber also wenn das so Betrüger und Kriminelle sind, weil ich habe jetzt Angst vor denen, weil ich habe denen meinen Ausweis geschickt und so, die haben jetzt alle Daten von mir, die wissen. Natürlich, Sie haben Ausweis, Sie Ja. haben Ihre Selfie, Ihre Ja. Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Aber diese Leute wohnen in Indien, in Afrika, in solchen Ländern und einfach, was diese Aber Leute können, ist Ihnen zu anrufen. Die Das wissen ja alles. jetzt, wenn das, also das, ich glaube Ihnen, was Sie gesagt haben, und das stand ja auch bei Google, dass diese Bitcoin so viel wert sind. Aber die haben meinen Namen, die haben ein Bild von mir, die haben meinen Ausweis, die haben ein Bild, wo ich den Ausweis halte, und die wissen, dass ich über
eine Million in Bitcoin habe, die werden doch versuchen, das Geld von mir zu bekommen. Ich muss jetzt irgendwie Security kaufen oder so, weil da bin ich ja nicht mehr sicher. Gucken Sie, das Geld, was Sie hatten, ist zurzeit gesperrt von uns und von uns kann niemand das Geld klauen. Niemand. Nicht Nur Sie Sie, die können mir das Geld anderen, die zurückerhalten. von Amos, die haben meinen Ausweis, die wissen, wo mein Haus wohnt, die wissen, dass ich noch Nein, 40 das ist Bitcoin habe. egal. Die Das ist werden doch egal. Bei vorbeikommen mit uns jemandem kann mit niemand. Pistole und Lassen werden Sie mir mich sagen, sagen. nein, du musst jetzt Niemand die restlichen kann Bitcoin Ihre schicken. Bitcoins. Niemand kann Ihre Bitcoins klauen. Ja doch, Seitdem, die haben dass meine ich Adresse, diese die schicken Bitcoins hier habe. jemanden bei mit einer Das ist Pistole. egal. Mit Adresse kann man kein Bitcoins klauen. Was glauben Sie in Wenn diesem? hier ein Was Gangster vor haben meiner Sie Tür sowas? steht mit einer Pistole und die auf meinen Kopf hält und sagt, jetzt schick uns die Bitcoin mit deinem Handy oder ich mach dich tot, da kann ich doch nichts machen. Ich muss hier schnell weg, ich muss zur Polizei, ich muss hier mich verstecken, ich muss hier meine Haut retten. Wenn das geschieht, einfach rufen Sie mich an, lassen Sie mich sprechen mit dieser Gangster und ich werde das für Sie erledigen. Okay, wie kann ich Sie anrufen? Ich werde Ihnen per WhatsApp schreiben in nächste halbe Stunde und Sie können mir da kontaktieren jedes Mal, wenn Sie etwas brauchen. Okay. Ja, wie ist Ihr WhatsApp? Also das ist eine deutsche Nummer, also plus 49, danach sagen 176 6666. Schreiben Sie mir eine kleine Nachricht. Ja, das bin ich, aber ja. Hallo, wie geht es? So, ich habe Ihnen aufgeschrieben. Okay, Okay. alles klar. Dann melde ich mich später. Bisher rufen Sie in Ihre Bank an und sagen Sie, wie können Sie in Ihre Bank einloggen, ja? Okay, Aber und vergessen Sie nicht, dass mit Ihrer Bank sollen Sie über Bitcoin nichts sagen oder wird Ihr Konto einfach gesperrt. ach so. Weil die Banker mögen keine Bitcoins einfach. Man kann auch über die Bank so mit Bitcoin und Krypto investieren. Nein, nein. Die haben so ein großes Plakat sogar in der Filiale. Aber wenn Sie sagen zur Sicherheit, Investitbank. weil in Lübeck, da haben die eine große Aktion, dass wenn man jetzt, man kann ein neues Bankkonto aufmachen, dann kriegt man 50 € auf dem Bankkonto und 50 € in Bitcoin als Oh. Startbonus. Also die mögen Interessant, Krypto. interessant. Die finden Krypto toll. Nicht sehr. Wenn Sie mit der Banken Krypto kaufen, ja, aber wenn Sie allein damit handeln, nicht so. Ach so, wenn man eine Million hat, da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann kann ja den vielleicht der Bank vertrauen, aber den einzelnen Menschen nicht. Und wenn der dann meine eine Million nimmt und einfach abhaut und nie wieder zur Arbeit Das geht, ist dann habe ich richtig. auch ein Problem. Okay, in 4 Minuten habe ich einen anderen Termin. Ich muss vorbereiten dafür. Und das schon gesagt, klären Sie einfach, wie Sie in Online-Banking einloggen können, sodass ich Ihre Transaktionen überprüfen kann, Ihre Umsätze. Und danach melde ich mich, melden Sie sich, schreiben Sie mir kurz und ich melde mich sofort. Ja? Ja, können Sie mir die einfach bei WhatsApp schreiben? Ja, natürlich. Ihre E-Mail-Adresse ist harald.toepfera@gmail.com. Ist das richtig? Das ist Ja. registriert in unserem System. Ja. Alles klar. Ich werde Ihnen meine E-Mail-Adresse geben. Ja, wozu sonst? Danach können Sie. Aber E-Mail werden Sie nicht brauchen, also. Alles klar. Dann melde ich mich. Rufen Ah. Sie, wie Sie alles, was Sie machen Ist sollen. das die Danach E-Mail? melde ich mich. Ja. Das ist meine E-Mail-Adresse. Okay, als schon Okay. gesagt, habe ich gerade einen Termin und Ja, danach melde gut. ich mich später, Okay, dann nochmal vielen ja? Dank Okay, für Ihre Hilfe und auch. bleiben Sie vorsichtig. Ja, Bis dann. danke für Tschüss. Ihre Hilfe und auch für Ihre Geduld, dass Sie mir das so erklären, weil so mit Technologie Bitte und schön, so, das ist das ist meine alles Arbeit. so Das ist kompliziert und meine Arbeit. Sie sind so ein Dafür bin ich Experte. bezahlt, also. Ja, Damit ich ist es fand's auch okay, nett, alles klar. dass Sie so auf mein, ich fühle echt, dass Sie auf meiner Seite sind und Sie sind ja auch vorhin ein bisschen wütend geworden, wie dreist diese anderen Betrüger waren. Deshalb fühle ich mich sehr sicher bei Ihnen. Deshalb ja, danke auch für Ihr Mitgefühl. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Bisher, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh Mann. Schau doch auf meinem Zweitkanal gegen E-Mail-Betrug vorbei. Dort verarschen wir diese Woche eine Liebesbetrügerin, die nur ein paar tausend Euro für ein Flugticket will. Aber wir spielen lieber ein arrogantes Macho-Schwein.